Oh Gott, das bewegt sich! Fick dich. Das bewegt sich, Digga. Fick dich. Mann. Das bewegt Fick sich. Dich. Fick dich. Fick dich. Yo, yo, yo! Welcome back to Bratwurst and Baklava International. I'm MJ Basti, the microphone abuser, and with me today is Özcan Kosa. Hallo Özcan. Hi Leute, es tut mir wirklich leid. Ja, er hat's versucht. Oh, doch, Bratwurst und Baklava International. Wir müssen erraten, wie dumm Basti ist. Nein, wir müssen erraten, aus welchem Land gewisse Utensilien kommen, also Sachen, die man essen, trinken und eventuell auch damit hantieren kann. Hantieren. Die können mitraten? Ja. Und was können die noch machen? Oder ihr könnt es gleich erfahren, weil es wird hier unten eingeblendet, wo das Land ist. Oder ihr macht jetzt eure süßen Augenmäuslein, Mäuseäuglein. Verfickte Scheiße, was mache ich denn heute? Cut nochmal. Ihr macht eure süßen Mäuseäuglein zu, denn es wird hier gleich eingeblendet. Und wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr mitraten. Genau. Und ihr könnt auch diesen Kanal abonnieren. Also ich würde es jetzt schon machen, jetzt. Weil vielleicht ist es nachher schon zu spät. Es könnte zu spät sein. Ja. Dementsprechend jetzt abonnieren. Jetzt geht das Glöckchen. Unser Brudi Rudi kommt. Genau. Boah, du kannst echt geil schütteln. Also, weißt du, so, keine Ahnung, im Kloster oder so, wenn die nicht masturbieren dürfen, dann machst du den... Guten Tag, meine Herren. Oh, ja. Gutes Ein Thema. Ein wunderschöner Tag. Hallo, Rudi. Mir ist bewusst, dass ich Ihnen bereits appetitliche Speisen serviert habe. Boah, aber Herr Özcan, seien Sie froh, nur Herr Basti kommt in den Genuss dieser... Boah, das stinkt jetzt schon. Schweinischen Speisen. Oh, ficken. Ey. Boah, yeah. Oh. Yeah, an alle Leute da draußen, die Moslems sind. Seht ihr? Viele fragen immer, was hat denn das für Vorteile, Moslem zu sein? Du hast gesagt, das stinkt schon, das ist eine eingemachte Dose, Digga. Kannst du mir mal einen Gefallen tun, Basti, bevor du es aufmachst? Okay, kannst du mal deine Hand so über die Kerze halten? Ja. Halte. Nein, ein bisschen tiefer. So, ja. Halt ein bisschen. Brennt das? Ja. Ja. So wird es sich anfühlen, wenn du in der Hölle schmorst. Weißt du das? Wegen Schweinefleisch. Genau so, wegen dem Schweinefleisch. Da haben sie aber auch den richtig guten Dosenöffner beigelegt. So, ja. Das richtige, boah, wenn das schon so Scheiße rausquillt. Uah. Echt jetzt? Richtig so? Ja, richtig so. Boah, ich freue mich auf voll. Willst du den Zuschauern kurz erzählen, warum Schweine unreine Wesen sind? Schweinefleisch ist folgendermaßen, Leute. Wenn ihr euer Leben lang Schweinefleisch isst, Schweinefleisch hat ungefähr die gleiche DNA wie der Mensch. Was? Und wenn du Schweinefleisch isst, dann scheidest du danach dein menschliches Fleisch aus. Was? Und am Ende bist du so ein Schweinefleisch wie der Typ hier drüben. Das findet ein Austausch statt. Das ist auf gar keinen Fall die Begründung, warum Natürlich ist es die Begründung. Was? Weil Schweinefleisch die gleiche DNA. Ja, und dann findet ein Austausch statt und dann wird man ein Schweinefleisch. Boah, ich hasse so Dosenschweine. Boah, Alter, richtig geil. Als Maul, Alter, du frisst die ganze Zeit so Ravioli und so ein Zeug. Bäh. Oh mein Gott, Basti, das Fickt ist so euch. Richtig Schweine. Nee. Das ist richtige Schweine. Boah, es stinkt da. Nee. Ich sag's dir nochmal, Morok. Ich hab dir das schon einmal vorgeschlagen. Werd Moslem. Da musst du es jetzt auch nicht essen, weil 1Live kann dich nicht zwingen. Boah, ich bin echt gespannt, was es ist. Ich bin so richtig, lass mal sehen kurz. Ekelhaft. Ih, da sind noch richtige Teile drin, gell? Ich glaube, so ein paar Teile so vom Gehirn und Zunge und so haben die so reingemacht. Ich guck mal einfach nur, was ist. Boah, Basti, viel Spaß beim Essen. Mhm. Oh, lecker, lecker, lecker. Komm, Haus weg. Komm. Au, mach deine Nase zu. Mach Nase zu, dann schmeckst du es nicht. Genau, jetzt kannst du es essen. Jetzt richtig lang kauen und jetzt die Nase aufmachen. Das funktioniert wirklich. Das schmeckt nicht mal schlimm. Das schmeckt nicht schlimm? Nee, schmeckt nicht schlimm. Ist mir Bist du richtig ekelhaft. Das ist halt so Glibberrotze, püriertes Tier. Und das ist die Theorie, wo ich vorhin gesagt habe. Du bist jetzt schon ein bisschen Schwein geworden. Das ist aber kein... Weißt du, was es ist? Ich glaube, das ist Wildschweinpastete oder so. Das Kanzlergericht heißt das. Mm. Für diese Art Wurst werden gepökeltes Schweinefleisch, Hackfleisch und Kartoffeln vermengt, in einen Schweinemagen oder Darm gefüllt und anschließend in heißem Wasser gegart. Weltweite Bekanntheit erlangte diese Art von Wurst, als in den 1980er und 90er Jahren ein Staatsoberhaupt seine Gäste damit bewirten ließ. Ich weiß, wo es herkommt. Allein für mich ist es so, Hauptsache du hast es gegessen, das ist ekelhaft. Oh, ist echt ekelhaft. Meine Herren. Das ist Gepardenurin. Essen? Essen ist ein Bedürfnis des Magens. Ja.
Trinken ein Bedürfnis des Geistes. Ich hoffe, Ihnen schmeckt dieser Drink. Zum Wohl. Oh, nee. Fick dich. Fick dich. Weißt du, was Fick dich! Weißt du, was das ist? Was ist das? Hat meine Frau schon mal gesagt, Sauerkrautsaft. Das ist Sauerkrautsaft, Alter. Das ist Fuck you, wie ekelhaft. Das ist so das Allmann-Getränk. Weißt du, als der liebe Gott den Allmann erschaffen hat, hat er nicht Blut in seinen Körper, sondern er hat gesagt, so, wir füllen ihn mit Sauerkrautsaft. Wird man dann deutsch, wenn man das trinkt? Du bist super deutsch. Also wenn du bei Deutschland, wenn du Einwanderungsbehörde bist, ne, und du willst Deutschland... Oh, Morok, Alter, das geht ja gar nicht. Entweder du machst den Einwanderungstest oder du trinkst einen Liter Sauerkrautsaft. Du hast die Wahl. Wurdest du nicht gefragt? Ich bin damals? Doch schon Deutscher. Ja, du bist schon... Ich wurde in Sauerkraut eingelegt, Alter. Was? Nee, ich hab Lorbeerblatt in den Arsch bekommen. Alter, wer kommt denn, ohne Scheiß, wer kommt überhaupt auf die Idee, daraus ich kann das nicht trinken. Muss ich das trinken? Boah, fuck you. Boah, ist das eklig. Boah, ist das ekelhaft. Das ist wirklich widerlich. Ey, das ist einfach, warum ohne Scheiß... Das ist ja irgendwie gut für die Prostata oder so. Warum sollte irgendjemand das trinken? Das ist wie Brottrunk oder so eine Scheiße. Warum sollte man das trinken? Das ist widerlich hoch 10, ey. Das ist einfach so, als hättest du morgens... Keine Ahnung, deine Oma hat Sauerkraut gemacht, ne? Und keine Ahnung, mit Klößen und Fleisch. Und dann nimmst du morgens, nachdem das Essen schon einen Tag auf dem Teller gelegen hat, nimmst du das Sauerkraut und drückst dir das so in den Mund, so wie Bear Grylls, weißt du? Basti, es geht nicht weg. Nee, es geht auch lange nicht. Der Geschmack geht nicht weg. Das ist Deutschland, oder? Schütze. Das kann so ein Scheiß, trinkt doch niemand anders, Alter. Ich schwör's dir, Mann. Was ist das ekligste Getränk, was es in der Türkei gibt? Boah, Schalgam. Schalgam? Das ist, hast du schon erzählt von ja, was? Das ist so ein, auch so ein Kraut. Richtig. Nee, so, jetzt also, lese doch mal, was es. Aber es muss ja einen Grund geben, warum man das trinkt. Wahrscheinlich ist da viel, nein, weißt du, da ist viel Vitamin C drin. Wetten? Das ist mir doch scheißegal, Alter. In Cola ist nix drin. Nix. Du trinkst es. Aber was davon? Als sie das gemacht haben, haben die nicht gesagt, oh, da ist bestimmt Vitamin C. Da war so ein Professor in so einem Labor, der so, das, jetzt haben wir es gefunden, das ist nix. Sauerkrautsaft. Diesen Saft erhält man durch die Fermentation eines Weißkohls. Dafür wird er in dünne Scheiben gehobelt und mit Salz bedeckt, bis Flüssigkeit austritt. Die sogenannte Salzlake. Anschließend wird er gestampft und vollständig von der Lake bedeckt, um zu fermentieren. Wenn man nach etwa einer Woche die Flüssigkeit siebt, erhält man Sauerkrautsaft. Basti ist ein richtig hässlicher Bastard und auf Google kannst du es auch eingeben und alle sagen ja. Google sagt auch ja, du hast recht, Özcan. Basti ist ein Fischmeck. Das steht da überall drin. Sagt das mit Vitamin C da? Ja, ne? Nein, steht nicht drin. Achso, ja gut, dann das nächste. Habt ihr auch schon mal Sauerkrautsaft getrunken und wie hat es euch geschmeckt? Habe ich das gut gefragt? Ja, super. Danke. Vor allem das Sauerkraut. Oh, ey, ohne Scheiß, warum gibt's denn jetzt nur zu fressen um die Uhrzeit? Wirklich? Boah. Aus der Gerüchteküche kommen keine guten Speisen. Aus meiner allerdings schon. Danke, Rudi. Boah, ist das ekelhaft? Ja, das ist, glaube ich, auch wieder ekelhaft. Danke, lieber Rudi. Ich glaube nicht, dass es ekelhaft ist. Ach nee, das ist kein Fleisch, ne? Das ist irgendwas. Oh, das ist Käse. Oh, ich hasse Käse. Ich hasse Käse, ich esse keinen Käse. Doch, ich mag Käse, aber... Ich hasse Käse, das ist in so eine Scheiße in Milben eingelegt oder sowas. Weißt du, was das ist? Das ist so Käse, den man in Milben eingelegt hat. In Milben? Milben. Es gibt Käse, der wird in lebende Milben eingelegt. Habt ihr es wirklich gemacht? Ist es Milben? Ist es Milben? Warum macht ihr das jetzt? Nein, warum macht ihr? Warum jetzt? Warum? Wer macht das? Wer hat ich das gemacht? Welcher Bastard kommt auf die Idee, Sachen in Milben? Motto, wenn ich Milben sehe, dann sag ich doch nicht, oh, ich leg da noch einen Käse rein, Alter. Wie dumm sind die, Mann? Das ist wahrscheinlich so entstanden, hat einer aus Versehen, weiß ich nicht, seine Scheibe Gouda, weißt du, hat er sich, irgendwie wollte er essen nachts, ist eingeschlafen, hat die auf sein Bett gelegt und dann sind die Bettmilben da drauf. Und am nächsten Morgen hat er das so ganz lecker von den Milben weggenommen. Ich glaube, schwör auf deine Mutter, ist das Milbenscheiße? Das ist, glaube ich, Milbenscheiße, ja. Morok, ich kann es nicht essen, Basti. Ist das? Schluck das, du bist beim Fernsehen, du hast schon Schlimmeres im Mund gehabt. Wir füttern uns gegenseitig, okay? Nee, ich kann es nicht. Ich schwöre, ich esse es nicht. Ich schwöre, ich esse es nicht. Basti, bitte mach nicht. Basti, hör auf. Fick dich, Basti. Basti, fick dich. Nein, ich schwöre, ich esse es nicht. Nein, guck mal, du verbrennst gerade. Was? Stimmt doch gar nicht. Nee, ich kann nicht. Bitte. Nimm es.
Hast du die Scheiße weggeschnitten? Ich hab die Scheiße. Da ist, guck mal, da ist ein Haar dran, Alter! Das ist ein Milbenhaar. Nee, ich kann das nicht. Guck mal, da, ich schwör, da ist ein Haar dran. Zeig doch mal in die Kamera. Da ist ein Haar dran, siehst du es nicht? Da ist wirklich ein Haar dran. Ja, siehst du? Ich esse es jetzt auf gar keinen Fall. Ja, jetzt ist das Haar weg. Was schlimmer ist als Milbenscheiße, ist ein Haar. Nein. Ich bitte dich. Weil das ist dein. Du bist so ein Typ, du gehst aufs Pissoir und danach komme ich und dann liegen so diese langen Schamhaare drin. So ein Typ bist du. Ja, ja. Dieser ekelhafte, der Schamhaarausfall hat. Ja, Schamhaarausfall. Hier, nimm das. Nein. Komm, iss es. Nein, ich kann das nicht. Ich mach's selber. Wollen wir uns nicht gegenseitig füttern? Komm, Augen zu und durch. Jetzt schluck es doch runter. Jetzt nimm im Mund. Ihr Wichser. Wirklich? Ihr Wichser. Ihr Wichser. Ja, komm, fick dich, Kosa. Ey, boah, ist das ekelhaft. Ihr Verdammten. Das ist wirklich Milbenkäse. Ihr Wichser, ey. Ich hoffe, dass die Rundfunkgebühren irgendwann abgeschafft werden und ihr alle arbeitslos seid. Eins live, meins live. Das ist wirklich widerlich. Ihr seid so ekelhaft. Oder Morok, ich schwör's dir, Mann, ich habe früher Dinge angeguckt, weißt du, so Privatsender, du weißt so, wo die in den Wald gehen und sich von... Boah, ist das wirklich. Das ist richtig ekelhaft. Das ist das Ekelhafteste. Da war dieses Jahrtausendei, war Dinger, Delikatesse. Boah, scheiße, Alter. Wirklich eklig. Also, hätten die, nein, hätten es die Milka, so. Nee, ich sag dir, guck mal, hätten die Milka-Kuh reingeholt und hätten gesagt, leck das Arschloch, ich würd's machen. Aber sowas, natürlich hätten die auch eine andere Kuh holen können. Auch von einer anderen, ja. Schokoladenmarke, wie zum Beispiel die Schogettenkuh oder die Lindkuh. Boah, ich hab grad echt... Boah, mir kommt's hoch, ey. Morok, wenn das meine Eltern... Was soll ich meinen Eltern sagen? Ja? Was soll ich meinem Vater sagen? Der sagt so, mein Sohn, wie läuft's bei dir? Ich so, Papa, super, dann sieht er das Video. Dann sieht er das Video, Lan. Ich esse Sachen, die bei anderen Leuten im Bett sind, wovon die Ausschlag kriegen und die legen da Käse rein und ich esse das danach. Zur Herstellung des sogenannten Milbenkäse, Bastarde, wird ein entwässerter und getrockneter Frischkäse vorwiegend mit Salz und Kümmel gewürzt und anschließend geformt und getrocknet. Während des Trocknungsprozesses wird eine Holunderblütenrispe in die Masse gesteckt. Ja, fickt euch, Alter, als ob Holunderrispen-Arschloch-Gesicht dann noch die Milben neutralisiert. Nee, die den rund 500.000 Milben ermöglicht, den Käse auch von innen zu bearbeiten. Fick diese. Das ist wie so ein Mast, weißt du? Das ist einfach so, du bohrst diesen Holunder-Dings in diesen Frischkäse rein und dann sagen die Milben so, cool, die haben uns einen Zugang und dann gehen die da so runter. So, deswegen ist der bis innen drin voller Milben. Ekelhaft. Der Leib reift bis zu einem Jahr und wird schließlich mitsamt den lebendigen Milben verzehrt. Soll ich dir mal was sagen? Es ist mir scheißegal, welches Land es ist. Oh Gott, das bewegt sich! Fick dich. Das bewegt sich, Digga. Fick dich. Mann. Das bewegt Fick dich. Dich. Fick dich. Fick dich. I. Fick dich. I. Schwör. I. Schwör. I, das bewegt sich. Guck mal da, das bewegt sich. Das bewegt sich. Du musst mal ganz lange hingucken. Dann siehst du, dass sich das bewegt. Ist das eklig, da oben. Das bewegt sich auf dem Käse. Ihr Dreck. Da, guck mal da. Ich schwör's dir, Morok. Ey, soll ich dir was sagen? Soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Das ist das Ekelhafteste, was ein Mensch mit mir gemacht hat. Was kriegen wir eigentlich dafür? Was kriegen keine Ahnung, ich weiß nicht. Was ist, weißt du? Wir sitzen hier wie die Arschlöcher in so einem Barockschloss. Die haben uns genau so verarscht, Alter. Die so, hey, ihr habt ein Schloss und Kerzen und so. Alter, da läuft was auf meinem Kind. Fick dich jetzt, halt's Maul, Alter. Guck mal, nimm dir mal ein Beispiel an Italienern. Morok, die machen Parmesan. Was macht ihr? Morok, die machen Parmesankäse, richtig schön, lecker. Einfach so, normaler Käse. Die sind nicht so, wir legen das noch bei irgendwelchen Viechern rein. Aber komm, wir legen es in den Ameisenhaufen. Vielleicht scheißen die auch noch rein. Rudi, Rudi, wir können lösen. Rudi, Rudi. Rudi. Herr Özcan. Jetzt. Was glauben Sie, woher kommen die servierten Speisen? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall aus einem richtig kranken Land. Und für Herrn Basti übersetze ich, sagen Sie, Herr Basti, woher kommen die servierten Speisen? Rudi, Rudi, hast du mich gerade Herr Spasti genannt? Ist egal.
Der Rudi darf das. Aus meinem wunderschönen, geliebten Heimatland Deutschland kamen diese Wildschweine. Ist es wirklich Deutschland? Das ist das Allmannigste aller Zeiten, ja. Ich Germany. Bin beeindruckt. Danke. Also ich finde, darauf muss man jetzt die deutsche Nationalhymne. Das habe ich auch gedacht. Hand aufs Herz. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Wo ist mein deutscher Pass? Danke, Brody Rudi. Wenn ihr auch einen deutschen Pass wollt, dann drückt hier gleich auf Subscribe oder so. Wenn ihr auf Subscribe gedrückt habt, wird die Bundesregierung euch persönlich einen deutschen Pass zusenden. Theoretisch, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich eher nicht. Aber kommentiert die heutige Folge, hattet ihr Spaß, habt ihr auch schon mal Saumagen gegessen? Wollt ihr vielleicht auch mal milden Käse haben? Ich schicke euch den zu, ich habe noch was übrig gelassen. Das war Bratwurst und Baklava International. Wir grüßen euch von Herzen, Brody Rudi. Grüße von den Milben von 1Live.